Heute vor 50 Jahren hatte der Fernsehfilm Smog von Wolfgang Menge und Wolfgang Petersen Premiere. Das Ruhrgebiet versinkt da unter einer Smogglocke. Autos dürfen nicht mehr fahren, Menschen sterben. Smog zeigt eine Umweltkatastrophe, die 6 Jahre später Realität wird. Norbert Kunze erinnert dran in unserem heutigen Stichtag. Smog. S-M-O-G. Gebildet aus den beiden englischen Wörtern Smoke, zu Deutsch Rauch, und Fog, Nebel. Man könnte also sagen Rauchnebel. Ein grauer Tagesbeginn über Essen-Nord. Dicker Qualm steigt aus den Schornsteinen der Mietshäuser. Das Leben erwacht hinter trübfunzeligen Fenstern. Männer wischen rußigen Dreck von Autoscheiben. Und das Baby von Elvira Rykala spürt es zuerst. Haben Sie bereits eine Diagnose? Ja, ich habe eine Diagnose. Hier ist der Smog schuld. Vielleicht ist der Smog schuld. Also hier handelt es sich um ein sogenanntes Krupp-Syndrom. Ich glaube, das verstehe ich. In Essen-Nord herrscht Smog. Doch nicht nur dort. Das gesamte Ruhrgebiet ist von einer Inversionswetterlage betroffen. 4 Tage Ausnahmezustand. So das realistische Szenario dieses Films. Smog entsteht, wenn der Himmel sich weigert, die Abgase einer aufgeblähten Zivilisation entgegenzunehmen. Sachlicher ausgedrückt, wenn Windstille herrscht und die sogenannte Inversionswetterlage eintritt. Die Menschen sind beunruhigt, nicht nur im Film. Beim verantwortlichen Sender WDR klingeln die Telefone. Besorgte Bürger fragen nach, ob denn alles mit rechten Dingen zugehe. Das Fernsehspiel Smog erweist sich als direkter Wirkungstreffer, so wie es die Macher geplant hatten. Smog-Alarm in Nordrhein-Westfalen. Alarmstufe 1. An mehreren Messstationen in unserem Land ist die zulässige Menge an Schwefeldioxid überschritten worden. Mehr als 1,0 Milligramm SO2 pro Kubikmeter Luft werden gemessen. Das sind die Schlagzeilen unserer heutigen Sendung. Pseudodokumentation. Heute heißt es Scripted Reality. Eine Mischung aus fiktionalem Stoff und tatsächlichem Geschehen. Dieses Konzept von Autor Wolfgang Menge hatte 3 Jahre zuvor mit dem Millionenspiel glänzend funktioniert. Für Smog ging er, gemeinsam mit Regisseur Wolfgang Petersen, noch einen Schritt weiter und erhob eine mittelbare Bedrohung der Bevölkerung zum akuten Katastrophenfall. Ja, Herr Professor, wann beginnt dann überhaupt der Smog für die menschliche Gesundheit gefährlich zu werden? Darüber ist sich die Wissenschaft noch nicht ganz einig. Sicherlich aber, je höher die Konzentration und je länger die Einwirkungszeit, umso gefährlicher. Der dramaturgische Trick gelingt, weil die Beteiligten die Grenzen von Realität und Film verwischen. Egon Högen, Nachrichtensprecher des WDR und Stimme der Autofahrersendung Siebter Sinn, liest ungerührt die Schreckensmeldung. Die Landesanstalt für Emissions- und Bodennutzungsschutz gibt folgendes Im bekannt. Fernsehstudio sitzt der leibhaftige WDR-Moderator Hajo Jahn und schaltet routiniert zum Wetteramt. Atemlose Reporter berichten von hustenden Fußgängern und panischen Radfahrern, die sich durch den Verkehr schlängeln. Menschen kippen auf der Straße um, Frauen beklagen Löcher in den Nylonstrümpfen und Opa holt die alte Gasmaske aus dem Keller. Ja, Opa, der fährt in die Eifel. Ja, ich evakuiere mich. Ich fahre nach Tantana. Nach 4 Tagen verändert sich die Wetterlage an Rhein und Ruhr. Es klart auf. Die Zeitungen hingegen sind überfüllt mit Todesanzeigen. Und auch das Baby von Elvira Rykala lebt nicht mehr. Sie entschuldigen eine Frage. Finden Sie es nicht reichlich rücksichtslos, wenn Sie jetzt noch Auto fahren in diesem Augenblick? So, die anderen fahren ja auch. Fernsehen ist immer dann besonders relevant, wenn Stoffe visionär sind und gesellschaftliche Entwicklungen vorwegnehmen. Das gelang dem Spielfilm Smog auf eindrucksvolle Weise am Tag seiner Premiere im deutschen Fernsehen heute vor 50 Jahren. Jawohl, die Hochdruckwetterlage geht zu Ende. Und ja, richtig, natürlich, damit ist der ganze Spuk vorbei.